Das M in Maxima steht nicht nur für Majestät und Mutter, sondern auf jeden Fall auch für Mode. Dass sie Spaß daran hat, sich auszuprobieren, stellt die niederländische Königin immer wieder unter Beweis. Auch bei ihrem Besuch in Bremen zeigt sich die Dreifachmama von ihrer stylischsten Seite. Während sich Maxima am Morgen noch in einem schicken zweifarbigen Ensemble mit farblich passenden Accessoires zeigt, legt sie am Abend noch eine Schippe drauf. Für einen Termin im Polar- und Meeresforschungsinstitut führt die 47-Jährige ein echtes Wahnsinnskleid aus. Das hautenge Paillettenkleid in Schwarz überlässt nur wenig der Fantasie und bringt Maximas tolle Figur perfekt zur Geltung. Je nach Lichteinfall funkelt das Dress in den verschiedensten Farben. In solch einem figurbetonten Outfit sehen wir die Ehefrau von König Willem-Alexander wirklich nur sehr selten. Dass Maxima aber trotzdem genau weiß, wie Mode geht, macht sie mit ihren Accessoires deutlich. Da das Kleid alleine schon so auffällig ist, verzichtet Maxima auf weitere Hingucker und greift zu schlichten schwarzen Pumps, einer dezenten Klatsch und feinen Ohrringen. Ihr Haar trägt die gebürtige Argentinierin kunstvoll nach oben gesteckt. Aber auch wenn die Schuhe nicht so aussehen, scheinen sie auf Dauer ein wenig unbequem zu sein. Nach der Führung durch die Ausstellungsräume lauschen die Eheleute einigen Vorträgen und das natürlich aus der ersten Reihe. Dabei fällt uns auf, in einem vermeintlich unbeobachteten Moment schlüpft die Königin aus ihren High Heels heraus und lässt sie lässig baumeln. Auch das Laufen auf königlichen Sohlen will eben gelernt sein. Doch Szenen wie diese machen Maxima der Niederlande so herrlich sympathisch und tun ihrem Wow-Look in Bremen bei weitem keinen Abbruch.